Wunderbar Grüße, Ladies and Gentlemen. Wir spielen bei der Keep Up Survival. Und ich habe gerade schon mal einen Schockmoment erlebt. Denn wenn ihr irgendetwas auszieht, dann verschwindet Inventarplatz. Und auf einmal war alles weg. Dann habe ich gesehen, es war zum Glück hier unten. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich würde nämlich gerne das hier anziehen. Und ich bin mir nicht sicher, wieso ich das nicht anziehen kann. Also, lass uns mal eben erstmal was ablegen. Ich habe mir überlegt, wir bleiben jetzt erstmal hier. Ich weiß noch nicht warum, aber hier gefällt es mir. Oh, Set Name. Wolfsbau. Jeder sieht doch, dass das ein Wolfsbau ist. Nice. Bang. Respawn. Denke nicht, dass Autos... Ja, klar. Das Feuer ist 10-mal größer als das ganze Zelt. Einwandfrei. Ja. Und deswegen machen wir hier mal in der heutigen Folge weiter. Jetzt gibt es erstmal das schöne Intro und ich würde sagen, wenn euch das Spiel gefällt, ab damit in die Kommentare. In der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu und nicht vergessen, liken, Discord joinen, Mitglied werden und so. Stuff, was man halt so macht. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, so wie ihr sehen könnt, kann man schnell Dinge verbrennen. Okay. Also ich kann mit unserem Campfire exakt zwei Dinge tun. Unser Essen verkokeln und nichts anderes. Ja, wie konnte der gerade eine Dose zu Kohle... Na, ist ja auch egal. Ich hätte gerne dieses T-Shirt immer noch an. Ach. Lass uns mal unequippen. Jetzt equippen. Ha! Das ist ein sehr doofes System. Lieber Freund. Nochmal, für alle, die es vielleicht in der letzten Folge nicht mitbekommen haben, warum auch immer. Oh, kann ich? Muss ich tiefer gehen? Entschuldigung, das meine ich ernst. Oh, fuck. Der Effekt ist ein bisschen heftig. Also, das Spiel habe ich geschenkt bekommen. Vom Entwickler selber. Nochmal danke und liebe Grüße. Trotzdem werde ich es in der Luft zerreißen, wenn es lächerlich und dämlich ist. Genau wie Going West. Ich habe mich nie verpflichtet, eine positive Review abzugeben. Aber, und das sage ich ganz offen und ehrlich, es ist jetzt nichts Besonderes. Trotzdem macht es deutlich mehr Spaß als so manch anderen Titel, der mir zukommen gelassen wurde. Ja. Auf jeden Fall macht es doch deutlich mehr Spaß als eben jene Mülltitel. Hallo? Ich würde ganz gerne... Weißt du was? Hack's ab. Blackberry, Raspberry. Also ich würde eigentlich jetzt zu diesem Punkt, während ich gerade spiele, möchte ich noch keine direkte Empfehlung abgeben. Ist der Busch auch mal kaputt irgendwann? Wenn nicht, habe ich gerade eine unendliche Fiberquelle gefunden. Okay, erzähl Lady. Aber ich möchte auch nicht sagen, dass ihr dieses Spiel nicht beachten solltet. Lass uns noch mal ein bisschen weiter rausfinden. Vier... Aber wir haben gar keine Schuhe an, oder? Doch. Nein, doch. Oh. 4 zu 5. Erster... Wait, kann ich das an... Ich kann meine Haare ablegen. Wie geil ist das denn? Ich trage ein Toupet. Und das gibt mir 10 Rüstung. Ja. Na gut. Ich habe nichts gesagt. Red Dot Sight. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Reflex Scope. Dinge, die man braucht. Wenn man nicht mal eine Waffe hat. Ja, vielleicht irgendwo eine Waffe. Naja, wir haben Water Bottles. Kann ich da einen Red Scope drauf machen? Nein. Okay. Attach to dem hier. Repair. Aha, okay. Open. Noch ein Red Dot. Also, wie ihr seht, ich bin schwer beschäftigt. Womit weiß ich noch nicht. Gut, ich hätte vielleicht warten sollen. Hier gibt es einige Dinge, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel, erstens, seit wann sage ich, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft. Solltet ihr nie tun, wirklich. Zweitens, ich verstehe so manches noch nicht ganz. Also, wieso zum Beispiel wird hier nichts gestackt? Also ich habe Steine abgebaut, weil ich dachte, das tue ich euch mal nicht an, für den Stone Furnace. Und ja,
Wieso hatte ich hier eben Steine und hier eben Steine? Wieso wurde das denn nicht automatisch gestackt? Und wieso wandern fertige Dinge hier nicht nach unten? Und wie kann ich Sachen drehen? N. Nein. Das. Nö, nö. Nö. Linke Maustaste. Nope. Tja, schade. Jetzt steht's eventuell falsch rum. Was ist das? Ja. No comment. Okay, was können wir hier machen? Ah, Smelting, das. Nope. Das. Nope. Kohle. Nope. Steine. Weiß nicht, Glasflaschen? Oh. Ja, Garn? Oh. Oh, das war dumm, oder? Ja. Auf geht's, alles in Kohle zu schmelzen. Können wir Kohle schmelzen? Nein. Nein! Okay, also... Mir fehlt hier einiges. Mir fehlt hier erstens ein Sortieren-Button. Zweitens, ich möchte das hier rüberziehen können mit Shift. Dass das nicht automatisch von da nach da wandert. Drittens, irgendeine Erklärung wäre mal ganz nett. Für irgendwas. Wahrscheinlich kann ich Eisen schmelzen. Ja, und wo kriege ich Eisen her? Ugh. Freaking hell. Wieso denn nicht einmal ein Spiel mit Erklärungen? Nicht mal von einem Deutschen. Ist doch nicht mehr wahr. Mann. Übrigens. Einfach nur so eine Logikfrage. Dieses T-Shirt hier. Hat 6 Slots Inventory. Diese Hose, diese Schuhe haben 5 Slots Inventory. Okay? Habt ihr euch das jetzt gemerkt? Das sind 11 Slots, nur dadurch, dass ich ein T-Shirt ohne Taschen trage und Schuhe. Da kann ich dieses drin, ich kann das hier in meine Schuhe stecken. Und das. Aber die Kiste hat 4 Plätze. 4 verdammte Plätze in einer Holzkiste. Passen 4 Sachen rein. In meine Schuhe passen 5 solche Sachen rein. Reine Logikfrage. Kann mir gerne jemand beantworten. Am besten der Entwickler. Okay, ich würde sagen, in der jetzigen Folge müssen wir erstmal noch sammeln. Ja, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen irgendwo Eisen herkriegen. Guck mal, das sieht doch ein bisschen dunkler aus. Ist das hier vielleicht Eisen? Bup, Stone. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn ich ein bisschen Stein habe, aber... Können wir vielleicht irgendwas noch bauen, was ich übersehen habe? Tja, also wir brauchen hier... Woodlocks, das sollte nicht das Problem sein. Fiber haben wir auch genug. Crafting Bench braucht Iron Bar. Iron Bar. So, das sind Blueprints, Yarn, Simple. Ah, wisst ihr was? Was wir total vergessen haben? Wir haben das magische Buch von Harry Potter hier. Könnten ja theoretisch auch mit Nägeln, die wir uns noch craften können, und ein bisschen Woodlocks, die wir anscheinend nicht mehr haben. Ah, jetzt geht's auf einmal. Naja, wir können uns auf jeden Fall ein vernünftiges Hütchen bauen. Oh nein, wieder ein Spiel, was mich keine Blueprints platzieren lässt. Schlecht. Direkt negative Bewertung. Das wäre so praktisch, wenn man einfach Blueprints für die Planung wenigstens schon mal hinschmeißen könnte. Aber nein, es muss immer in dem Moment sein, wo man sie craftet. Das ist doch nicht schön. Da hat doch niemand was von. Da, seht ihr? Statt sich das jetzt stackt, ne? Nein. Trotz deutschem Entwickler einige Kritikpunkte. Erstmal das Trinken darauf. Boah. Das war ja aber hungrig, durstig. Könnt ihr ja nicht glauben, vom ganzen Gemecker hier. So, wir brauchen erstmal Woodlocks. Wieso wird das immer so instant dunkel, wenn ich was schlage? Das ist doch... Das ist komisch. Und jetzt wird es wieder hell. Beschwöre ich den Zorn der Naturgeister oder was? Hier, pass mal auf, es ist hell. Oh, warte mal, bei Stein passiert nichts. Nice. Lasst uns mal herausfinden, wo ihr und wir und ich und du, wo wir Eisen herkriegen. Das können wir nur an einem einzigen Ort... Oh. Seht ihr auch, was ich sehe? Unser Wohnzimmer. Kriegen wir die Sachen mitgenommen? Ach, da ist eh nichts drin. Und? Hallo, Schweinchen. Oh, es ist friedlich. Das ist schön. Und? Ich will da hoch. Oh, freaking hell.
Das könnte ein sehr langer Weg werden. Alles ist still. Starker Wind. Alles ist still. Starker Wind. Ein Meter über Boden ist hier echt ein Orkan. Hört mal. Also wir gehen jetzt mal zum Schloss. Und ich denke, in der nächsten Folge spätestens kommen wir beim Schloss an. Okay. Also, oh. Ach schade, ich dachte, wir können uns hinsetzen. Da ist schon wieder so eine Ratte. Klar, in der ersten, im Erste Hilfe. Oh, oh. Well. Kann der hier rein? Okay. Okay. Ich glaube, das Spiel hat doch vielleicht ein paar Gegner. Frick-Sack. Jetzt reicht's. Na! Ah! Wollte sie mich angreifen? Lebt sie noch? Geht kaputt. Raw Meat Guts. Freaking hell, was baust du in dieses Spiel ein? Alter, das ist doch krank. Ich esse doch keine Spinne. Und aus reinem Protest fliegt das jetzt raus. Nein, Mann. Es gibt Dinge, die tut man nicht. Sowas baut man nicht in Survival Games ein. Und wenn, dann jagt man vorher eine Arachnophobie-Warnung raus, bitte. Okay. Cool. Ein Tent. Eine coolere Öllampe. Draußen ist jemand ultra glücklich, dass wir da sind. Also halt so wirklich glücklich. Darauf erstmal eine Lampe anmachen. Okay. Ich wollte eigentlich nur zum Schloss. Sollen wir mal gucken, ob wir es überleben? Vielleicht nicht direkt da rausgehen, wo er ist. Fucking. Ich hab's gerade noch. Sind das zwei? Guck mal, wie wir rückwärts laufen. Sag mal, sind wir rückwärts schneller als vorwärts? Das wäre ulkig. Komm, hier können wir bestimmt was looten, oder? Nein? Okay. Aus mir unerklärlichen Gründen ist hier das ganze Dorf überflutet. Boah, ich mich gerade erschrocken bei den Bären. Wenigstens gab es einen Schockmoment. Cool. Ich finde sowas nicht schlecht. Ich finde sowas wichtig, dass man auch... Was schwimmt da? Dass man halt auch ein paar Schockmomente irgendwo einbaut. Die müssen ja nicht mal gewollt sein, so wie das beim Bären, weißt du? Ich sehe ihn an einer Tür und denke mir so, ja, okay, cool, kein Problem. Du gehst halt aus der anderen Tür raus und dann steht der da genau vor. Mann! Sowas kann nur mir passieren. Und wahrscheinlich jedem anderen. Oh. Ein Haus mit Steinöfchen, mit Metallöfchen. Oder mit fest installiertem Öfchen. Schnieke. Ist ja auch wieder böse Spinnen. In Betten. Wo Spinnen niemals hingehören, meiner Meinung nach. Ey, wir haben noch so ein fancy Tent. Quasi ein Fend. Ist mir voll oder was? Nee. Okay, cool. Die Kiste habe ich ja mal einfach überhaupt nicht gesehen, obwohl ich voll dran vorbei bin. Ja, vielleicht habe ich sie auch deswegen nicht gesehen. Aber hier ist wieder so... Wow! Das Spiel kriegt langsam einen sehr düsteren Ton. Aber hey, sie hatten sich wenigstens noch in den Armen vorher. Das ist schön. Das gibt dieser morbiden Stimmung etwas Schönes. Und etwas Romantisches. Denn manchmal kann der Tod auch romantisch sein. Ich wusste, irgendwo gibt's dich. Angst machst du mir nichts, aber ich finde dich... Angst machst du mir nichts. Angst machst du mir nichts. Boah. Das ist jetzt heftig. Wie kann man bei so einem Satz einen Sprachfehler haben? Egal. Aber ich mag dich nicht. Haben wir Ausdauer irgendwo? Oh ja, oben links. Ja, okay, das Stamina System, das habe ich mir auch für UE gekauft. UE ist Unreal Engine. Ich habe mir dieses... Oh, freaking hell. Ich habe mir dieses komplette Survival-Paket gekauft. Das heißt, theoretisch dürfte ich da wahrscheinlich die gleichen Sachen drin haben. Oh! Ah! Die verfolgen mich! Da hilft nur eins. Awkward Running! Leben kriegt er mich nie. Sie ist echt schneller.
Vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber ich glaube, sie ist schneller. Ich will in mein Schloss. Okay, also es gibt Möglichkeiten, wie wir sterben können. Darauf erstmal ein Pfefferminztee. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir sind Wölfe. Na! Awkward running! Das ist ja sogar noch besser. Nice. Also wenn wir ab jetzt fliehen, dann fliehen wir so. Nein, so. Geh weg. Geh weg, Pelznase. Ich entlaufe dir. Okay. Das habe ich so nicht erwartet. Aber gut, es hat geklappt. Müssen wir da oben rum? Können wir nur anders ins Schloss? Jeder Deutsche baut immer einen zweiten Weg ein. Ich kenne doch unsere deutschen Schlossbauer. Aber daran sehen wir schon, dass dieses Spiel in Europa spielt. Ihr werdet in Amerika wohl kaum ein Schloss finden. Also zumindest kein neumodisches. Okay. Also der Burgherr war halt auch nicht so richtig intelligent, wenn er so den Feinden einfach mal auf den Burgwall quasi einen Weg gebaut hat. Schön. Ich frage mich, ob es in diesem Spiel Zombies gibt. Ich hoffe nicht. Sage ich ganz ehrlich. Weil noch ein Zombie-Spiel ertrage ich nicht. Wölfe gibt es auf jeden Fall. Und sehr lustiges Laufen auch. Aber ist die hier heller? Warte mal, wenn ich jetzt die Fackel nehme. Nimmst du bitte die Fackel? Ah, nee, nicht wirklich, ne? Ja, und die Türme sind auch so herrlich gefüllt. Überhaupt nicht lieblos oder so. Gut, dann gucken wir uns mal hier den Gang an. Komm, nehmen wir wieder das hier. Sieht einfach cooler aus. Alter. Okay. Wieso heulen die Wölfe hier ungefähr eine gefühlte Stunde? Und wo zum Teufel bin ich? Okay, sieht nach dem Innenhof aus. Werde ich verfolgt? Nein, ich werde nicht verfolgt. Ich bin einfach in einen Wolf reingelaufen. Gibt es irgendwo hier eine Leiter? Herrlich im Dunkeln. Absolut herrlich. Na gut, dann bleibt es mir nur übrig, nach den Namen zu schlagen. Welch epischer Kampf. Und ich denke, mit diesem epischen Kampf und dem Blutdruck, den er hoch hat schießen lassen, definitiv. Wir hatten alle panische Sorge. Würde ich sagen, das ist hier die Zeugburg. Würde ich sagen, verabschiede ich mich in die nächste Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da. Vergesst nicht, ihr könnt auch Mitglied werden. Ich würde mich freuen. Können wir das irgendwie abstellen? Nein? Ich würde gern schlafen. So, wenn ich verfolgt werde, flüchte ich hier drauf. Haha. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Valadoheris. Euer Wolf.